Wir waren letzte Woche auf der ITB in Berlin. Privatpersonen haben zu der Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche keinen Zutritt. Deshalb zeige ich euch heute einfach mal ein paar Impressionen von unserem Besuch. Die ITB ist natürlich riesig und wir waren leider nur für einen Tag dort. Hier präsentieren sich Länder, Regionen, Städte, Reedereien, Hotels und viele mehr. Für uns ging es natürlich zuerst in Richtung Kreuzfahrthalle, denn immerhin liegt der Schwerpunkt unserer Reisevermittlung auf Kreuzfahrten und wir selber sind ja leidenschaftliche Kreuzfahrer. Am Stand unserer persönlichen Lieblingsreederei Royal Caribbean International hatten wir noch die Gelegenheit, ein paar Dinge für aktuelle Kundenbuchungen bei uns persönlich zu klären. Und auch am Stand von Norwegian Cruise Line, mit denen wir persönlich auch sehr gerne unterwegs sind, gab es wieder einen sehr netten Austausch. Neben spontanen Gesprächen an den Ständen konnte man auch im Vorfeld Termine abmachen. Überall gab es entsprechende Sitzgelegenheiten für den längeren Austausch. Die einzelnen Aussteller in den verschiedenen Hallen präsentieren sich wirklich teils sehr kreativ und man bekommt landestypische Leckereien, tolle Darbietungen, kann selber ausprobieren und natürlich bekommt man eine Menge Fernweh. Natürlich gibt es auch Plätze zum Netzwerken, Jobangebote und viele Gelegenheiten, sich mit Essen und Getränke zu versorgen. Auch viele Aussteller zur Technologie in der Tourismusbranche waren vertreten. Wir bekommen zwar unsere Systeme durch unseren Kooperationspartner TMG gestellt, interessant war es dennoch für uns. Nach einem langen, anstrengenden, aber sehr interessanten Tag verließen wir dann die ITB. Im Gepäck neben Infos und neuem Input auch allerhand Infomaterialien und Werbegeschenke. Durch den Berliner Verkehr ging es dann ins Holiday Inn Express Berlin West, wo wir nach einem leckeren Essen todmüde ins Bett fielen. Am nächsten Tag stand dann schon wieder die Heimreise an.